Ja, liebe Wacke-Fans, Wackestube, Wackestube, Wackestube. Liebe Wacke-Fans, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Pressekonferenz der Wackestube. Ja. Und zur, wie viel Ausgabe? 78. Ausgabe der Wackestube, ja. Und zur letzten Ausgabe der Wackestube, bevor ich zur Kristallstube wechsle. Oje. Deswegen machen wir die Pressekonferenz. Ja, das stimmt. Ist ja die News, die wir verkünden. Genau. Felix Kotzebeck wechselt zur Kristallstube. Die wird oben gerade eingebaut und deswegen sitzen wir jetzt im Presseraum. Nein, Scherz, wir kommen zur 78. Ausgabe. Wie in jeder Woche begrüßen euch. Der Martin, grüß euch. Und der Felix. Wir haben tatsächlich nicht Platz gewechselt, weil oben ein anderes Stübel eingebaut wird, sondern weil im VIP-Club unseres Tivoli-Stadion Tirols. Betonung auf unseres. Genau, Betonung auf unseres. Ja, wir als Tiroler, das gehört uns. Genau. Ist öffentlich. Ja, stimmt. Richtig, ihr findet ja eine Veranstaltung statt einer Firma, deren Namen ich nicht kannte. Ich auch nicht. Ich habe gegoogelt, das ist auch nicht sehr tirolerisch, sagen wir mal so. Italienisch ausgesehen? Nein, es ist mehr in Augsburg daheim. Ah, echt? Mhm. Ja, das hat so das Logo zu Dänisch ausgesehen. Ja. Was machen die? Versicherungen? Ne? Ja, ich sage irgendwas. Oder Banken? Entrepreneurship. Ah, okay. So. Eben, und deswegen sind wir zwei kurzerhand umgezogen, weil auch in dieser Woche wollen wir natürlich mit euch sprechen und euch auf dem Laufenden halten. Beginnen möchte ich mit dem nicht emotionalen Thema. Und okay. Das sind die Neuausrichtung unseres Vereins. Sehr gut. Und das ist so ein Update, wie es derzeit gerade läuft. Es ist ja doch einiges passiert in den letzten Tagen. Ja, was haben wir nochmal letzte Stube aufgenommen? Letzten Mittwoch, also seit der letzten Woche waren ja doch einige Dinge, trotz Feiertage, die dazwischen waren und so weiter und so fort und jetzt wieder kommen. Wir kommen irgendwie nicht so ganz zur Ruhe, oder? Nein, aber diese persönliche Geschichte dann später. Ja. Zuvor, was tut sich rund um unseren Verein? Wir haben auch gesagt, dass wir ungefähr 7 bis 14 Tage brauchen werden, um den Budgetrahmen aufstellen zu können, einfach zu wissen. Wir sind mitten in dieser Zeit, deswegen kann ich jetzt nicht irgendwelche Neuigkeiten verkünden, von wegen wir haben 3 neue Sponsoren und wir haben so und so viele Millionen Euro und wir haben die und die Spieler. Ihr merkt, es ist momentan ziemlich ruhig, was konkrete Neuerungen angeht und das ist eben der Grund dafür. Wir klappern gerade diese ganze Wand hinter uns ab, die verschiedenen Firmen stellen denen den neuen Plan vor. Diesen neuen Plan kennt man ja, den haben wir schon besprochen. Genau. Fußball soll wieder Spaß machen. Wir wollen mit jungen Spielern arbeiten. Druck raus. Sehr jung, genau. Druck raus ist eine ganz wichtige Phase. Wie sagt man denn? Das ist das, was wir uns sehr verschreiben. Genau. Und damit ich noch heute noch reden kann. Aber genau, das ist auch ganz klar. Druck raus und an der Basis arbeiten. Also wirklich jetzt einmal bewusst nicht wieder, wir müssen unbedingt in die Bundesliga, wir müssen wieder da oben Löcher stopfen, sondern wirklich einmal Basisarbeit, damit das Fundament mal gefestigt ist. Wir im Bereich Marketing überlegen schon fieberhaft die ganze Zeit, was sind die Themen, die wir jetzt lange aufgeschoben haben und kommen eben drauf. Wir haben ganz viele tolle Ideen schon gehabt, konnten die aber nie machen, weil immer irgendwie oben was zum Troubleshooten war. Zum Troubleshooten war und zum Brände löschen war. Und sind Dinge nie angegangen und die können wir jetzt angehen. Und das ist super toll und darauf freuen wir uns. Genau, das ist eben eine dieser vielen Chancen, die durch diese, ja, Niederlage oder Situation, die wir so vorgefunden haben, jetzt dann ergreifen wollen. Das ist ganz geil. Genau. Sagen wir mal so. Und ich muss auch sonst sagen, auch sonst sind die Vorzeichen prinzipiell, ich sage jetzt mal, verhalten positiv. Also ich hatte gar keine Idee, bin bei sehr vielen von diesen Sponsorenterminen und Politterminen mit dabei. Deswegen kann ich jetzt aus der Hand berichten. Die sind alle verhalten positiv. Also jetzt sagt jetzt niemand, wow, ist jetzt abgestiegen, da habt ihr 10 Millionen Euro mehr. Wir wollen dringend da investieren. Ja, das nicht, aber was nicht, ja, sehr gut ankommt, ist dieses Thema Neupositionierung, mit jungen Spielern arbeiten, quasi die Speerspitze zu sein des Nachwuchsfußballs da in Tirol. Ja. Dass wirklich die Besten bei uns gesammelt werden und die Chance bekommen, möglichst hochklassig zu spielen. Das kommt gut an. Also ganz egal, ob das die Braunion ist oder ob das die Tageszeitung ist, also die haben uns alle wissen lassen, das finden wir toll, wir sind auf jeden Fall dabei und das braucht es in Tirol. Und auch von der Politik kommen positive Zeichen. Ich weiß nicht, wer die Tirol heute Interviews gesehen hat oder auf ORF Tirol, auf der Website vom Landesrat Geisler, Landeshauptmann Schäferreiter und Sportlandesrat Geisler, die Aussagen,
der hat da, obwohl es eigentlich hauptsächlich um Wattens ging und was Wattens jetzt macht mit neuen Namen, hat er sogar da gesagt, stopp, es gibt verschiedene Konzepte und beide Konzepte haben ihre Berechtigung und vor allem das Nachwuchskonzept Wacker Innsbruck darf man nicht vergessen. Ganz genau. Und das, da sieht man wieder, wie normal wertvoll die zweite Mannschaft letztes Jahr war oder in diesem Jahr war. Und das trägt Früchte. Haben wir letztes Jahr schon gesagt, auf sportlicher Ebene, es bleibt dabei, es bleibt auf sportlicher Ebene auch, dass es Früchte trägt, aber halt eben auch in den weiteren Konzipierungen genau, unseres Vereins. Ja. Da hat es dann geheißen, natürlich bei den weißen Sponsoren werden wir mit Werbewert jetzt nicht punkten können, wobei da, und jetzt muss ich kurz einen Exkurs machen, das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir beim Zuschauerschnitt keine enormen Einbußen haben werden, weil wir einfach eine Stamm-Community haben, die treu ist. Davon bin ich fest überzeugt. Das heißt, im Stadion erreiche ich ähnlich viele Menschen, ein bisschen weniger vielleicht, aber ähnlich viele Menschen. Ja. Und was Dinge anbelangt, was die TV-Übertragung anbelangt, bin ich mal gespannt. Sky ist ein super Premium-Produkt, richtig lässig, die haben das grandios gemacht und machen das grandios in der Bundesliga. Allerdings haben wir jetzt in der zweiten Liga einen Vorteil, dass da die Regeln nicht mehr so streng sind und Lower Lines das Ganze filmt und streamt und da können wir rundherum relativ viel machen. Und da haben wir schon einige Ideen, wie wir unsere Spiele dann so richtig geil platzieren können, dass du es halt am Handy schauen kannst, auf der Website schauen kannst und. Wir haben große Kanäle, wo wir Menschen erreichen. Vielleicht sehen die Spiele gar nicht so brutal viel weniger Menschen. Das glaube ich auch. Du hast nächste Woche einen Termin schon in Wien, glaube ich, mit genau, Laola. Genau, ich bin bei Laola 1, wir haben einige Ideen. Und da werden wir das ausloten, wie viel wir wirklich tatsächlich von unseren Ideen umsetzen dürfen können. Ähnlich wie wir davon profitieren, dass wir letztes Jahr eine zweite Mannschaft aufgebaut haben, profitieren wir jetzt davon, dass wir letztes Jahr ein Media-Haus aufgebaut haben. Ja. Das sitzt ja quasi da vor euch. Ja, und ein Teil davon, ja. Ein Teil davon, aber wir sind Teil dessen. Und das heißt, wir können selber Geschichten produzieren, selber Beiträge machen, selber filmen, selber vielleicht kommentieren. Also wir haben schon so ein paar Ideen, wie wir rund um das Spiel dann ja, sehr Sky-ähnlich toll redaktionell arbeiten kann. Und stimmt, ja. Deswegen, ich glaube jetzt gar nicht so krass, dass der Werbewert sinkt. Werden wir sehen. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Eben von der Politik hat es geheißen, klar, der Werbewert, mit dem werden wir nicht mehr groß punkten können, aber der sportliche Wert ist da und der wird erkannt. Und das hat mir voll getaugt bei diesem Politgipfel, waren wirklich alle Spitzen da, die es so gibt, von Stadt und von Land. Und sowohl Bürgermeister als auch Sportlandesrat beide gemeint, der sportliche Wert, der ist da und der gehört unterstützt. Und damit war nicht zu rechnen. Wir haben nicht hingehen können und das erwarten. Und nein, das ist toll. Genau, ja. Das ist eine ganz wichtige Sache, eben gerade in der jetzigen Phase, wo wir sind. Ja. Genau. Und noch eine weitere, das war die eine Seite, also Sponsoren und Politik, also da, wo das Geld herkommt. Und auch im Innenleben habe ich das Gefühl, dass der neue Weg wirklich eine hohe Akzeptanz bekommt. Mhm. Wenn ich mir anschaue, wie Mitarbeiter mitziehen, wenn ich mir anschaue, wie wenig negative und wie viele positive Rückmeldungen wir bekommen. Mhm. Die Melli, die bei uns am Telefon sitzt, hat gesagt, beim anderen Abstieg hat sie ganz viele Hassanrufe bekommen, was wir für Vollidioten sind. Die bleiben jetzt aus. Menschen gehen ganz normal einkaufen in den Wackerladen, holen sich Trikots und Co. Und die ganzen öffentlichen Debatten, die geführt worden sind in diversen Medien, die sind ja auch nicht so schlecht verlaufen für uns. Nein, es gab, der ORF hat eine Diskussion gehabt im Radio, Wattens Hui, Wacker Pfui, so also ähnlich war der Titel. Ole und Oje. Genau. Aber. Und da wurde darüber diskutiert, wer jetzt wie dasteht. Und ich muss sagen, du hast ja ganz angehört, also zum Großteil. Bis auf das vom Baumi, aber sonst habe ich eigentlich alles gehört. Ja. Also die wichtigen Sachen hast du angehockt. Genau. Ich habe es mal erzählen lassen, habe auch ein, zwei Stimmen gehört und anscheinend war da die Wacker-Community richtig präsent und hat nicht nur verteidigt, sondern viel aufgeklärt und richtigen Esprit und Energie versprüht. Genau, da ist schon ein guter Drive drinnen. Und ich glaube, das gilt generell, also wenn du, wie du gesagt hast, in jeglicher Beziehung, die Schwarz-Grünen jetzt stehen komplett zusammen und haben viele Ideen, kommen auch mit vielen Ideen zu uns. Und das ist irrsinnig lässig. Genau, weil unsere Aufgabe ist zu filtern und zu sortieren und zu schauen, was ist machbar, was ist nicht machbar. Schnell machbar, lang machbar und so weiter. Aber auf jeden Fall liegt das am Tisch und das schaut man sich immer an. Und dann stecken wir wieder die Köpfe zusammen und schauen, ja, das kann man so machen, das kann man so machen, das kann man geil machen und so weiter. Genau. Also das ist schon irrsinnig lässig. Die zweite öffentliche Sache war ja, da hat irgendein Kommunikationschef von einem deutschen Pharmakonzern dann gesprochen darüber, dass
quasi der FC Wacker Innsbruck, dem gehört jegliches Vertrauen und jegliches Geld damit auch entzogen. Stockers Weg ist gescheitert und genau. Alle sind gescheitert und das generell ist alles nur zum Scheitern verurteilt. Fand ich sehr lustig, weil es irgendwie, ja, war leicht, ich habe nicht gewusst, wird das jetzt vorgelesen oder ist es die Meinung der Person, die da sitzt, ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls hat das Video auf mich persönlich befremdlich gewirkt. Es wurde dann auch gelöscht. Weil irgendwie darunter sehr lebhaft diskutiert wurde. Ja, ich glaube hauptsächlich eben über die Person und nicht über die Thematik. Ah, das war die Begründung, warum gelöscht wurde. Genau, okay. Ja. Ja, ist halt so, wenn man Schaß redet, dann ist man halt irgendwie persönlich im Fokus. So ist es auch mir gegangen. Schöne Überleitung von dir selber. Am letzten Wochenende, da ging es ja auf Facebook rund und ich habe gesagt, ich möchte natürlich in der nächsten Wackerstufe dazu Stellung beziehen und das machen wir wieder mal ganz schonungslos offen. Und ehrlich. Offen und ehrlich. Und ich erzähle einfach die Geschichte, wie es gelaufen ist. Ich war an diesem Wochenende in der Bucht von Venedig, also in Chioggia, im Süden von Venedig, habe ich 3 Tage Kopf ausgelüftet und dann am Samstag Spiel der WSG Wattens in Hohn statt und das habe ich mit einem Auge schon verfolgt. Und als dann der Schlusspfiff war, habe ich gesehen, okay, die Wattener sind aufgestiegen. Ich habe dann zum Handy gegriffen und ich war ja in Wattens unten und da hat man zum Sportchef halt irgendwie ein Jahr gutes Verhältnis gehabt. Das liegt ja in der Natur der Sache, wenn man nett zu anderen Menschen ist, dann sind die zu einem auch nett. Ja. Habe dann geschrieben, gratuliere zum Aufstieg. Habe den Athletik-Coach geschrieben, gratuliere zum Aufstieg, weil es war unten mein Praktikant. Mhm. Und habe dem Trainer geschrieben, gratuliere zum Aufstieg. Und damit war für mich eigentlich die Gratulationsprozedur erledigt. Und dann 2 Stunden später hast du mir geschrieben, weil ein uns bekannter Journalist dir geschrieben hat, wie war ungefähr der Ton der Nachricht? Ja, es war halt schon, was wir überhaupt so für Menschen sein, jeder Verein auf der Welt schafft es irgendwie zu gratulieren, auch den direkten Konkurrenten quasi zu gratulieren und wir halt nicht. Und unser Image ist ja katastrophal und wir sind ja sowieso furchtbar und so weiter. Also überspitzt, aber eigentlich schon. Ja, das kam für mich dann auch raus, tust mir die Nachricht dann geschickt und da kam raus, hat für alles steppert, das steigt ab und dann schafft es nicht einmal den Anstand zu besitzen, zu gratulieren. Und so weiter und so fort. Und ich war da gerade in einer guten Stimmung, weil ich 90 Minuten durch die Stadt gelaufen bin und einen Essenstisch gesucht habe. Und wir haben uns dann einmal so quasi über die Distanz kommuniziert, was soll man tun? Soll man gratulieren oder nicht, so quasi? Genau, also war da schon sehr emotional und in einem emotionalen Fluss drinnen und habe dann gesagt, mach was, jetzt natürlich gratulieren wir und die Blöße geben wir uns sicher nicht. Wir machen das sogar nicht so, mit einem Augenzwinkern und mit einem gewissen Selbsthumor. Genau. Und dann habe ich dir 2, 3 Sachen durchgeschickt und da waren ein paar im Nachhinein gesehen schlauere Dinge dabei und ein sehr emotionales und das haben wir ja dann, hast du es dann auf Facebook gestellt, du hast ausgewählt und hast auf Facebook gestellt und da kam raus, wir gratulieren der WSG Wattens, Bundesliga kann nicht jeder. So, jetzt haben wir gemeint, okay, Humor ist ja unsere Art und der Wacker hat in den letzten 2 Jahren mit Humor immer wieder gepunktet. Ja, ich finde schon. Ich denke nur an das Nörgler-Abo, das viele Menschen gefeiert haben. In diesem Fall, jüngstes Beispiel, ja. In diesem Fall, muss ich sagen, haben wir vielleicht die Emotionalität, weil wir haben unterschätzt, dass wir den Abstieg dadurch, dass wir sofort ins Tun kommen mussten, gut verarbeitet hatten und die Fanbase zum Teil halt noch nicht. Das war nicht so klug, war es auf jeden Fall nicht. Also wie du gesagt hast, es hat andere Sachen. Ich fand den Spruch brutal klug. Ich finde den Spruch... Aber wenn man halt dran denkt, dass das Gegenüber vielleicht emotional anders gerade dasteht, wie man selbst, dann muss ich sagen, war es unsensibel. Genau. Unklug würde ich nicht sagen, war er vielleicht unsensibel. Er ist doppeldeutig, das stimmt. Ich habe dann versucht und ich habe dann 2 Stunden später, da hast du mir dann wieder geschrieben, dass es so abgeht unter diesem Posting, habe ich meine persönliche Facebook genutzt, um aufzuklären und zu erklären, was damit gemeint war. Und eine doppeldeutige Sache, die kann man immer irgendwie deuten. Mir wurde es ausgelegt als irgendwo sexistisch, weil wir haben eine Bundesliga-Mannschaft mit den Damen. Mir wurde es ausgelegt als Anbietern bei der WSG Wattens. Mhm. Es wurde ausgelegt als, wir machen einen eigenen Verein nieder und. Ich kann auch sagen, was gemeint war. Gemeint war es tunlich selbstironisch und sagen, okay, wir verneigen uns vor den Großen, die Bundesliga können und wir können es nicht. Augenzwinkern. Und es war genauso gemeint und das habe ich in meinem persönlichen Posting geschrieben. Es war auch eine kleine Warnung. Bundesliga kann nicht jeder. Und man muss da schon, Überheblichkeit oder sonstige Dinge sind da immer fehl am Platz. Und wenn man so gepusht wird in einem Hype mittendrin ist, dann ist Bundesliga leichter, aber es ist in Wahrheit harte Arbeit. So gesehen war es ein kleines
selbstironisches Augenzwinkern, war aber auch ein klarer Appell daran, dass der Bundesliga kann nicht jeder. Der eine bekommt viel Support, PR-mäßig, und der andere bekommt ein bisschen weniger oder halt mehr Kritik. Und so gesehen war es ja, kann nicht jeder Bundesliga. Nein. Wir halt nicht, wir sind die, die es halt nicht geschafft haben. Wir haben, ja, es sind diverse Dinge passiert dann im auf das drauf, aber das ist eh wurscht. Nein, das will ich auf jeden Fall ansprechen. Auf jeden Fall, so war das, so war die ganze Geschichte. Also es war selbstironisch, es war aber auch eben ein Blick Richtung Öffentlichkeit. Es gibt eben das Surrounding, dass die WSG, die wird selten kritisiert, sagen wir mal, was ist, die wird selten irgendwas kritisiert, die haben einen langfristigen Plan, der Wacker hatte nie. Dabei war sie, dass es hat, weil wir haben ja selber geschrieben. Und dieses zweierlei Maß war auch so eine kleine Kritik dahin. Die einen können Bundesliga, weil sie gepusht werden, ja, die anderen müssen sich doppelt und dreifach beweisen. Ja, und das ist halt, das ist eine extrem mühsame Geschichte, das wissen wir alle. Weil wir, es gibt auch, ist eigentlich das, über was sich die Leute am meisten aufregen, und auch zu Recht, weil einfach du relativ, eben, die Kollegen da im Osten werden sehr mit Samthandschuhen angefasst, und das ist immer sehr. Sie können und müssen nicht, wir müssen und dürfen nicht, so quasi, es ist immer... Genau, und wir werben da halt immer dafür, auch auf das hinzuschauen, so war der Spruch gemeint, also durchaus selbstironisch und selbstkritisch, weil wir müssen unsere Hausaufgaben selber machen, das habe ich geschrieben, ich gratuliere der WSG herzlich, weil die haben das gut gemacht, sie sind aufgestiegen, wir müssen auf uns schauen, unsere Hausaufgaben machen. Zeitgleich aber eben auch ein Blick auf das Surrounding und auch da ein Hinweis drauf, vielleicht sollte man nicht immer mit zweierlei Maß messen, und das ist die ganze Geschichte. Was dann passiert ist, muss ich schon kritisieren, weil es hat mich persönlich brutal getroffen, muss ich wirklich zugeben. Also ich war, Samstag und Sonntag war der Urlaub für mich im Arsch. Was da passiert ist, ist mir ähnlich gegangen, war wirklich krass. Also ich weiß, wenn man sich rauslehnt und Stellung bezieht und seine Meinung formuliert, dann wird man zur Projektionsfläche, das verstehe ich. Und ich weiß, es war unsensibel und eben vielleicht sogar, wenn man mal so unklug, was damals ist, war trotzdem so. Ich bin schon bei unsensibel, bin ich schon noch mehr daheim. Diese Unkluge ist das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wie gesagt, es ist eine unsensible Sache. Auf jeden Fall, man hätte es anders lösen können, das stimmt, aber wir haben uns eben so entschieden. Nachher haben wir gesagt, hätten wir es gelassen, hätten wir uns viel erspart. Genau, ist logisch. Aber wir machen es. Und es gibt auch diese Stimmen, warum löscht es nicht einfach und so weiter. Ja, eben, weil was du aussiehst, das löschst du nicht mehr. Genau, da geht es ein bisschen. Wir stehen da immer dazu, zu dem, was wir machen. Es kann jeder zu mir kommen. Und danach ist ja Folgendes passiert. Es ist einmal sehr viel diskutiert worden. Es wurde mir allerhand Dinge vorgeworfen. Es wurde meine Firma, die übrigens immer noch läuft, weil ich habe nicht zugesperrt für den Wacker, sondern die läuft auf Sparflamme, sodass man gerade nur die SVA und die Finanz zahlen kann. So viel läuft sie noch. Ist, irgendwas mache ich dort. Ich mache momentan viele Hoteltexte. So in der Nacht schreibe ich Hoteltexte über Kindermenüs und über Kinderspielräume und über Hotellobbys und Spa-Bereiche. So läuft die Firma auf Sparflamme. Keine Sorge, jetzt, da ist kein anderer Hintergrund dahinter und da ist keine Verschwörung dahinter. Also eben, mein Privatleben wurde durchleuchtet bis ins Letzte und wurden Theorien aufgestellt, was da für Verschwörungen dahinter steckt. Und es ging ja so weit, dass in einer Wacker Innsbruck Inside-Gruppe, die wir selber gegründet haben, damit man nah bei uns dran ist und wir greifbar sind und man uns um unsere Meinung fragen kann oder um Infos fragen kann, da wurde dann abgestimmt darüber, ob Felix Kurzebeck noch tragbar sei für den Verein mit seiner unauthentischen Art und seinen häufigen verbalen Verfehlungen. Ja. Boah, da habe ich schlucken müssen. Zurecht, da habe ich wirklich schlucken müssen und dachte, was ist denn jetzt los, Leute? Da buckelt man zwar ja eine wie eine Hohlbirne, überlegt sich viel, was man so tut, und dann wird man herausgezupft und irgendwo da aufgehängt, dann noch dazu von einer Person, die sich hinter einem Fake-Profil versteckt. Ja. Falls du zuschaust, das ist so brutal schwach, das ist einfach nur feig. Ich habe die Person versucht einzuladen ins Büro zum Vier-Augen-Gespräch, weil man findet, persönlich kann man sich Dinge super ausreden, und das ist mein Plädoyer am Ende dieser Geschichte von heute, und dann möchte ich es auch wieder abschließen. Wenn es Kritik gibt, sind wir zwar die Ersten, die dafür offen sind. Ich bekomme immer wieder von Thomas aus Wien bekomme ich immer wieder Mails, wo Kritikpunkte zur Wackerstube drinnen stehen mit, könnte man nicht das machen, oder eine Anregung, das war zu lang oder zu kurz. Und ich glaube, wir haben zwei Drittel davon, waren wir gleicher Meinung, haben es aber nicht gesehen und haben es eingebaut. Und das ist mein Plädoyer, und so möchte ich es wieder abschließen. Wenn euch was stört, vielleicht sogar massiv stört, irgendwelche verbalen Entgleisungen sind, hey, dann bitte Kontakt aufnehmen. Die meisten von euch haben so ein Gerät, schreibt es mir auf Facebook an, kommt ins Büro vorbei, reden wir persönlich drüber. Weil meistens steckt ganz was anderes dahinter, als man von außen
drauf und rein interpretiert. Genau. Und ich möchte mir das zukünftig echt ersparen, dass über mich und meine Person abgestimmt wird, weil es war entwürdigend hoch 5. Erstens, und es ist extrem, du merkst da in den Situationen, wie, was für Kraft schon dahinter ist, hinter sozialen Medien. Absolut. Da kann schon ganz ein anderer Drive entstehen. Ja? Und dieses, das war auf Facebook groß, das war im Forum auch ein Thema natürlich, das verstehe ich auch. Aber ich hoffe, wir haben es aufklären können jetzt, beziehungsweise erklären können. Und die Geschichte. Na, viel offener, glaube ich, kannst du nicht mehr darstellen. Ich sehe sie nachher, nein, wäre es 100-mal klüger gewesen, das nicht so zu tun. Ja. Das gebe ich offen zu, weil ich mir persönlich viel erspart hätte und dir viel erspart hätte und du da genauso. Es war unsensibel, aber das war's auch. Es gibt keine Anbiederung bei irgendwem, es steckt keine Verschwörung dahinter. Nein, sicher nicht. Alles gut. Wir sind halt auch nicht ganz perfekt. Also es gibt auch Sachen, die man ganz logischerweise auch komplett falsch machen kann. Klar, das klappt es nicht. Wenn es für einen Zuschauer schon krass ist, für einen Fan doppelt so krass ist wie für einen normalen Zuschauer, als Mitarbeiter bist du jeden Tag in diesem Wahnsinn. Ja. Und durchschnaufen konnten wir genau nach dem Abpfiff, Abstieg, 5 Stunden, wo wir Bier getrunken haben und dann war schon wieder Blick nach vorne und du musst es schon wieder machen, du musst wieder angreifen, und verarbeiten sofort, ist null Zeit. Und wenn nachher eben Spitzen herkommen, wie du steigst ab und eine Woche später, warum gratulierst du deinem Konkurrenten nicht, deinem Holden, warum gratulierst du nicht? Erst dann anzipft, glaube ich, ist zutiefst menschlich. Eben, meine Bitte, kommst du uns persönlich, schreibst drunter, aber fragt es normal und, oder wir sind auf jeden Fall greifbar. Ich mag sowas nicht mehr erleben. Nein. Aber vielen Dank an die 50 Leute, die abgestimmt haben, ja, Felix darf bleiben. Ich habe das ja, glaube ich, 50-2 gewonnen. Zu 1. Ich glaube, 2 sind es mittlerweile. Ah, waren es 2? Ja, Ende waren es 2, ein paar Tage später. Vielen Dank an das Vertrauen. Das hat dann wieder den emotionalen Turnaround geschafft, wenngleich es trotzdem ein komisches Gefühl bleibt. Definitiv. Genau. War schwierig. Aber Blick in die Zukunft, eben Sponsoren und Politik sind durchaus honorieren den neuen Weg. Auch innen wird er honoriert. Es gab Gespräche auch mit mehreren Fans, die aus der Kurve sind. Da gab es auch eine durchaus angeregte Diskussion mit vielen kritischen Fragen. Und am Ende war es dann ein wackerer Familie, jetzt zusammenstehen und ein richtig geiles Jahr machen, wo Fußball einfach Spaß macht. Und das war da das Commitment. Und ich habe eben das Gefühl, innen ist es stark oder schweißt zusammen. Außennummer ist auch ein gewisser guter Nährboden da. Ich bin echt guter Dinge, es tut mir total leid. Das sind gute Vorzeichen, sind sehr gute Vorzeichen. Mir fällt nichts Kritisches ein. Genau. Bis nächste Woche mal brauchen, dann kennen wir den budgetären Rahmen, dann wissen wir, was ist in diesem Rahmen möglich und dann wird es losgehen mit Personalentscheidungen, Spieler, Neuzugänge, wer bleibt, wer kommt. Genau. Dann geht's los. Genau. Ja. Wir haben vielleicht eine Überraschung, vielleicht ist das schon passiert, vielleicht wird sie passieren. Lasst euch überraschen in den nächsten Tagen, sagen wir mal so. Weil mehr will ich nicht sagen. Und ja, sonst glaube ich, gehen wir in die Runde 79 nächste Woche. Genau, Bundesliga kann nicht jeder, zweite Liga war auch nicht und wir werden sie rocken. Genau, die League of Legends übrigens. Ja, die ist ja wirklich riesig, weil wir sind mit dabei. Genau, richtig. Und der GK und so weiter. Ja, aber das ist ganz geil. Aber hauptsächlich wir. Ja. Also Ideen, voll viel. Ja. Ich glaube, es wird gut. Ich hoffe, ich konnte ein wenig aufklären und ich hoffe, ihr spürt es auch, dass da durchaus Emotion dahinter ist, und zwar ehrlich gemeinte. Yes. In diesem Sinne, eine schöne Woche, ein schönes Pfingsten, Pfingstmontag ist frei, schöne Feiertage und gute Nacht.